wird sie wohl zu Reinis Zeitgedanken einen Sonderstream. Ich grüße alle, die sich dazuschalten oder sich diesen anschauen. Ich bin gerade von einer Weltetour rein und bin entsetzt, als ich ins Internet geschaut habe. Da habe ich doch erfahren, dass sich die großen Kirchen wohl in Deutschland geäußert haben, dass Waffenlieferungen in die Ukraine wohl möglich sind oder von ihnen sozusagen auch abgesegnet werden. Wie genau die Formulierung ist, sei dahingestellt. Ich kann das mal einblenden. Wir haben dieses da in Telegram gesehen. Unverständlich, Kirche hält Waffenlieferung für legitim. Wenn das tatsächlich so ist, ich gehe davon aus, dass das vielleicht eine Fake News ist, aber wenn es so ist, so möchte ich hiermit mit diesem Stream einen Aufruf starten. Wer bin ich? Ich bin Reinhard Eisner. Ich bin Pfarrer seit über 30 Jahren in ganz verschiedenen Landeskirchen und in Deutschland ausgebildet, zuletzt in der Schweiz tätig, in vielen verschiedenen Kantonen, habe dann durch Corona mein Amt verloren. Aber wenn das jetzt wirklich wahr ist, möchte ich als Pfarrer, der ja im Wartestand sozusagen ist, einen Aufruf starten und die Kirchen auffordern, einen öffentlichen Disput zu führen. Diesen gab es schon bei Martin Luther, diesen gab es auch schon zu früheren Zeiten, und zwar ein Disput über den christlichen Glauben betreffs Frieden und Unterstützung von Kriegen. Ich kenne keine einzige Stelle in der Bibel, die das rechtfertigt, dass wir eine Waffenlieferung als legitim bezeichnen. Ich kenne nur Bibelstellen, die uns zur Friedfertigkeit aufrufen. Und wenn die großen Kirchen sich jetzt anders geäußert haben sollten, dann würde ich bitten, einen öffentlichen Disput zu führen. Ich wäre bereit. Ort und Zeit müsste mir bekannt gegeben werden. Und ich würde gern mit den Würdenträgern, die so etwas als Pressemeldung herausgegeben haben, ins Gespräch kommen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn wir uns von der friedlichen Seite des Christentums abwenden, wir die Menschen, die ihr Leben geopfert haben, aufgrund, dass sie sich gegen Faschismus und Krieg geäußert haben, so, wenn ich nur dran denke an Dietrich Bonhoeffer, dass wir denen nicht nur geradezu eine Beleidigung aussprechen, sondern dass wir ihr ganzes Wirken als hinfällig vielleicht in der Zukunft dann verkaufen könnten. Ich bin entsetzt, enttäuscht und frage mich, was ist mit den großen Kirchen los? Und ich möchte unbedingt darum bitten, dass die Kirchen, egal in welchem Land, nun endlich mal eindeutig Stellung beziehen, sich für den Frieden aussprechen und jeglichen Krieg die Absage erteilen. Denn wenn wir in die Bibel schauen, gibt es keine Aufforderung, Menschen zu töten, Krieg zu führen oder Gewalt auszuüben. In diesem Sinne ein kurzer Aufruf. Ich hoffe, dass dieser Stream gesehen wird und dass sich die Verantwortlichen der Kirchen zu Wort melden und dass sie zu ihrer Äußerung stehen oder diese natürlich widerrufen und deutlich machen, dass wir alle als kirchliche Gemeinschaften für den Frieden und niemals für den Krieg sind. Und eine Waffenlieferung, die kann niemals den Frieden unterstützen. In diesem Sinne möchte ich auf Wiederloge sagen und hoffe, dass dieser Aufruf von den Verantwortlichen gesehen wird und würde mich freuen, wenn Sie diesen auch verbreiten. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, bleiben Sie mit Gott verbunden und denken Sie daran, dass es wichtig ist, dass wir uns von der Bibel her aus messen lassen und nicht irgendwelche Meinungen in der Öffentlichkeit kundtun, die vielleicht konträr der Bibel stehen.